Ich will Sie ja jetzt nicht beunruhigen, aber die Person zu Ihrer Linken ist ansteckend. Person zu Ihrer Rechten übrigens auch. Sie selber. Menschen sind furchtbar ansteckend. Aber nicht so, wie Sie jetzt denken, emotional gesehen. Man kann sich bei Menschen mit allem Möglichen anstecken. Gelächter zum Beispiel, kennen Sie bestimmt, kann man sich super mit anstecken. Heulkrämpfe können auch mal anstrengend sein. Stress zum Beispiel, kennt bestimmt auch jeder von Ihnen. Jemand, bei dem man sich mit Stress anstecken kann? So oder so, Sie müssen mir glauben, ich bin Neurowissenschaftlerin. Das sind die mit den bunten Bildern. Ist immer ziemlich cool, wenn man das sagen kann, so Neurowissenschaften. Hat irgendwie was mit Medizin zu tun. Plus wir können Gedanken lesen, ist total toll. Wenn ich dann jetzt aber weiter aushole und den Leuten sage, ich bin aber soziale Neurowissenschaftlerin und wir beschäftigen uns mit Meditation und Mitgefühl, ändert sich das Ganze immer relativ schnell in das da. Was ich eigentlich mache, ist aber immer noch das Gleiche und ich habe sogar ein ganzes Molekül auf einer Folie. Extra für heute Abend Chemie. Und wie das zusammengeht, erkläre ich Ihnen jetzt. Soziale Neurowissenschaftler, wir beschäftigen uns vor allen Dingen mit der Gesellschaft. Wie gehen Menschen miteinander um? Wie verstehen die, was andere von ihnen wollen? Aber wir beschäftigen uns vor allen Dingen mit dem Individuum. Das hat für uns den Vorteil, das ist die einzige Ebene, die wir verstehen, weil die kann man in eine Röhre schieben. Dann kann man gucken, was das Gehirn macht. Das ist super. Warum macht man sowas überhaupt? Ach ja, genau. Das hilft uns dann auch, die großen Zusammenhänge zu verstehen, wenn es wirklich kompliziert wird. Aber warum macht man sowas dann überhaupt? Einmal wollen wir ein bisschen besser rausfinden, was den Menschen eigentlich ausmacht. Weil was ist der Mensch, wenn nicht ein unglaublich soziales Wesen? Außerdem wollen wir auch das Gehirn ein bisschen besser verstehen. Auch da gibt es ja noch jede Menge Phänomene, die man so noch nicht erklären kann. Und wir müssen eben so wichtige Sachen verstehen, wie gehen wir mit anderen Menschen um, wenn wir das ganze Gehirn verstehen wollen. Die Fragen, die wir uns dabei stellen, sind relativ simpel. Wie reagieren wir auf andere? Wie verstehen wir, was sie denken? Und ganz wichtig, kann man das ändern? Gerne auch auf gesellschaftlicher Ebene. Die erste von diesen Fragen ist einfach zu beantworten. Wie reagieren wir auf Menschen? Wir spiegeln sie. Wenn jemand lächelt, lächeln wir zurück. Wenn jemand traurig guckt, gucken wir auch traurig. Das ist relativ simpel, wir wollen uns ja Freunde machen, also machen wir Leute nach. Jetzt gibt es bei dem Ganzen aber noch einen Special-Effekt. Das funktioniert nämlich nicht nur mit dem Nachmachen, wenn Sie sich dafür anstrengen und Mühe geben, sondern auch, wenn Sie den anderen nur so kurz gesehen haben, dass Sie ihn gar nicht bewusst wahrgenommen haben. Einmal kurz Hand hoch, wer glaubt, er hat gelächelt? Ja, ein Teil. Wer glaubt, er hat traurig geguckt? Ja, auch ein Teil. Diejenigen von Ihnen, die sich jetzt nicht gemeldet haben, weil sie sich unsicher waren, gelächelt haben Sie wahrscheinlich trotzdem. Und das ist interessant, weil das heißt, Sie machen das gar nicht bewusst. Das ist quasi automatisch. Dieses soziale Verhalten ist in Ihnen drin. Und das heißt auch, dass es evolutionär gesehen eine ganze Nummer älter, als wir uns das früher gedacht haben. Wie geht das aber jetzt? Das funktioniert mit den sogenannten Spiegelneuronen. Spiegelneuronen sind auch bekannt als Monkey-See, Monkey-Do-Neuronen, weil sie uns beim Nachtreffen helfen und weil sie in Affen entdeckt wurden. Da hat man, durch Zufall übrigens auch, herausgefunden, dass wenn der Affe nach einer Erdnuss greift, in seinem Gehirn die gleichen Zellen aktiv sind, wie wenn der Hiwi ihm die Erdnuss klaut. Das ist schon mal interessant. Das heißt, so versteht er, was der Hiwi möchte. Er geht diese Bewegungen nach und er guckt, das kenne ich doch, verdammt, der will meine Erdnuss haben. Und so kann er schneller sein als der andere. Im Kopf des Hiwis geht ungefähr das Gleiche vor. Dieses Wissen können wir jetzt zum Beispiel nutzen, um Phantomschmerzen zu behandeln. Wir wissen, Gehirnaktivierung ist ungefähr gleich, wenn ich greife oder wenn ich jemand anders beim Greifen zusehe. Also kann ich ein Gehirn glauben lassen, dass der Phantomarm sich bewegen lässt und kann ihn zum Beispiel aus einer schwierigen Position rausholen. Dr. House macht das mit seinem Nachbarn. Ich kann aber auch komplizierte emotionale Zusammenhänge verstehen. Stellen Sie sich vor, Sie kommen völlig unvorbereitet nach Hause und finden dort diese Frau vor. Sie haben keine Ahnung, was die von Ihnen will. Ihr Gehirn spielt diese Situation kurz nach. Sofort sind Sie informiert. Das ist ein tolles Prinzip. Das Gleiche funktioniert mit Mimik. Auch da machen Sie das kurz nach und Sie wissen Bescheid. Ihre Gehirnaktivierung sagt uns etwas über Ihren IQ. Und dieses ständige Hin- und Herspiegeln ist auch der Grund, warum sich Pärchen irgendwann so ähnlich sehen. Es geht aber noch über das Ganze hinaus. Nicht nur die Gesichtsausdrücke werden nachgemacht, sondern zum Teil spiegeln sie auch die Gefühle selber. Und das können wir an Ihrem Gehirn sehen.
Zum Beispiel, indem wir ihnen Bilder von sehr, sehr traurigen kleinen Jungs zeigen. Neurowissenschaftler sind nette Menschen. Dann sehen wir in ihrem Gehirn Trauer. Je nach Kontext mal mehr, mal weniger. Das Tolle ist, die gute Nachricht, das funktioniert auch mit positiven Emotionen. Instant Glück. Und das heißt tatsächlich Emotional Contagion, der Fachbegriff. Gefühlsansteckung. Kann man bei Kindern ganz toll sehen. Hier. Kind A haut Kind B mit der Schippe eins rüber. Und jetzt ganz herzallerliebst, überwältigt von den Gefühlen des anderen, fängt es selber an zu plärren. Das ist jetzt der Moment, wo Sie sich als Eltern streiten dürfen, wer angefangen hat. Für das Kind ist das total logisch, Gefühlsansteckung. Aber das ist doch eigentlich eine ganz gute Nachricht. Wir sind also traurig, wenn andere Leute traurig sind, glücklich, wenn sie glücklich sind. Und das ganz automatisch, das ist in uns evolutionär vorgesehen. Wenn das aber alles so gut und schön ist, wie kommt denn dann das Böse in die Welt? Besser erklären, indem wir uns angucken, was in einer Beziehung passiert, wenn mal was schief läuft. Wie reagieren wir dann auf unseren Partner? Auch dazu wurde an meinem Institut ein Experiment gemacht. Da spielen sie ein Spiel gegen diesen netten Herrn, alles läuft gut und danach sehen sie, wie seine Hand mit Nadeln gepiekst wird. Ist nicht schön, oder? Nee, sehen wir auch in ihrem Gehirn? Schmerzzentrum ist aktiv, sie leiden mit. Mitgefühl. Wenn sie jetzt aber dieses Spiel nicht gegen diesen netten älteren Herrn spielen, sondern gegen diesen windigen Gesellen, der sie den ganzen Abend über den Tisch zieht und betrügt. Und danach sehen sie die gleichen Nadelstiche. Dann sehen wir danach in ihrem Gehirn nicht das da, nicht Schmerzzentrum und Mitgefühl, sondern das. Schadenfreude. Wussten wir vorher auch nicht, ist wie mit der Denise. Aber Hand aufs Herz, wer kann sich mit diesem Baby identifizieren? Wer hat das schon mal gefühlt? Sehr schön, ein ehrliches Publikum. Und damit kommen wir schon bei der Frage an, kann man das ändern? Frage ist jetzt ein bisschen, warum soll man das denn ändern wollen? Die Natur hat das doch offensichtlich so vorgesehen. Naja, erstmal gibt es zum Beispiel Fälle, wo es eben nicht funktioniert, wie die Natur das vorgesehen hat. Psychopathen zum Beispiel, die empfinden sehr wenig Mitgefühl und bei manchen Spezialfällen kann das so weit ausarten, dass sie nicht zögern würden, jeden Menschen umzubringen, den sie lieben. Oder auch jeden anderen. Diesem Psychopathen versucht jetzt dieser Mensch zu helfen, mit Neurofeedback ihre Emotionen raufzuregulieren. Ob das funktioniert, wissen wir ungefähr in 20 Jahren. Vorher kommen die nicht aus dem Gefängnis raus. Dann gibt es ja auch noch Menschen, die haben kein Problem mit Mitgefühl, die haben einfach Probleme, andere Menschen kognitiv zu verstehen. Auch die kann man sich jetzt genauer angucken. Kann gucken, haben die vielleicht Probleme mit dem Spiegeln? Oder haben die vielleicht keinen Zugang zu ihren eigenen Gefühlen und verstehen deswegen andere Leute nicht? Also auch Autismus, ganz großes Gebiet in unserer Forschung. Bevor man da jetzt aber irgendwas machen kann, muss man eben noch ganz viele Grundlagen verstehen. Und da arbeite ich. Wir gucken uns eben an, wie ihr Gehirn zusammenarbeitet, um wirklich Sinn aus dem zu machen, was sie so sehen. Zum Beispiel mit einer DCM-Analyse. Da zeigen wir ihnen so Reize. Kann man hier sehen. Und wir gucken, wie reagiert Areal 1, Areal 2 da drauf. Wir sehen ein bisschen, was wird hier wohl weitergeleitet. Vielleicht geht auch ein bisschen was zurück, so können wir gucken, was hilft Ihnen denn dabei oder was hält Sie vielleicht davon ab und was kann dabei schieflaufen und welche Rolle spielen Hormone? Rein rechnerisch kann man sich das ein bisschen so vorstellen, als hätten wir so einen Spielplatz. Wir sehen, hier kommen ungefähr 10 Kinder rein, 6 Kinder kommen raus, 4 gehen unterwegs verloren. Was ist da passiert? In Wirklichkeit ist das Ganze natürlich viel komplizierter, wir haben viel mehr Areale. Und unsere Signale sind auch nie so schön wie das hier, sondern immer mehr so ein bisschen wie das. Deswegen speichern wir dann das Ganze in den Computer ein, geben ihm so Matrizen, was wir glauben, wie das aussehen könnte. Der Computer macht ein Bayesian Comparison und sagt uns dann, nö, stimmt gar nicht. Und dann müssen wir wieder Sinn daraus machen, was er uns vorschlägt und neue Modelle finden und Untergruppen. In der Realität sieht das so aus. Anderes Projekt, an dem ich mitgemacht habe, und Achtung, jetzt kommt die Folie mit dem Molekül. Da gucken wir uns genau das an, was ich Ihnen vorhin erklärt habe. Wie reagieren wir auf Ärger? Wie reagieren wir, wenn die Leute vorher unfair zu uns waren? Noch mehr Ärger. Und wir haben eben geguckt, kann man vielleicht Hormone geben, die das verändern? Zum Beispiel Oxytocin, das auch ganz viel in sozialen Beziehungen eine Rolle spielt, plus auch in der Autismusforschung wieder benutzt wird. Stellt sich raus? Ja, vielleicht schon. Bindet auch an die Amygdala und ist da ganz wichtig, um soziale Ängste zu bekämpfen. Das heißt, Aggression auch wieder ganz doll verbunden mit Angst. Auch das wieder spannend. Unsere Grafen waren jedenfalls total schick, aber wir gucken mal, was die Reviewer dazu sagen.
Das sind Menschen, von denen man auch sehr gut lernen kann. Ärzte können nämlich ihre Empathie super runterregulieren. Auch das kann man im Scanner sehen. Und das ist ganz wichtig für diese Ärzte, denn ansonsten könnten die ganz viele Sachen nicht machen, wie zum Beispiel diesen kleinen Jungen Spritzen geben oder in Krisengebieten arbeiten. Sonst müssten sie sich irgendwie anders behelfen oder können gar nicht mehr praktizieren. Aber es gibt eben nicht nur die, sondern auch jede Menge andere Berufsgruppen mit Burnout-Gefahr oder auch Menschen mit zu wenig Mitgefühl, 25.000 manchmal in manchen Städten. Das hat eine ganz schlimme Auswirkung. Und genau in dem Bereich arbeiten wir. Wir gucken, wie kann man da mehr machen, was kann man verändern in der Stadtkultur, in Schulen, in Unternehmenskultur. Das ist unsere Aufgabe. Aber ob das geklappt hat, erzähle ich Ihnen beim nächsten Mal.